nächstes haben wir die Weinbeerweckerl. Dazu verwenden wir mit Vorteig natürlich einen weißen Teig. Kommen die Rosinen dazu, wird eingeknetet, kurz liegen gelassen. Jetzt machen wir daraus Weinbeer. Zuerst stechen wir ein Stück ab. Bitte Christoph rund machen. Dann natürlich wird es wieder länglich gemacht. Bitte Christoph. 2 und 2 wieder zusammen und dann machen wir es diese Länge. Und dann kommen 2 zusammen.